Siehst du das auch so? So Leute, wir haben jetzt 25 nach 7 ungefähr, also gute 20 Minuten zu spät, als wir eigentlich los wollten, aber hey. Und jetzt geht's auf jeden Fall ganz schnell in die Stadt, sich mit den anderen treffen, wer kommt an der Tore, Kiel und so weiter und so fort. Und dann ermitteln wir mal, in was zu frühstücken und dann, ja, zu Gamescom, endlich. Geh auf, Sesam, öffne dich. Vielleicht von anders. Es sieht ja absolut geil aus hier in dem Ding. Guten Morgen, erst Morgen. Was geht? Schlafen. Jo, ich hab mir gestern Abend noch einen Kinderdöner geholt. Jo. Jetzt erstmal den Kölner Dom bei Tage. Schon fett, das Ding. Junge, also absolut geiles Outfit. Ist schon sexy, Digga. Ja, da ist die Gamescom. Ohne Witz, Leute. Tore ist der schlechteste Navigator der Welt. Wir wollten uns eben zum Rewe chillen und da irgendwas noch zu trinken für die Gamescom holen. Und was macht Tore? Gibt einen Rewe. Rewe Group, eventuell heute geschlossen. Komisch, kann nicht sein. Laufen wir hin, das ist einfach nur ein Verwaltungsgebäude von der Rewe Group. Korrekt, Bruder, Tore? Safe. Hast du deine tolle Leistung? Ja, abonniert mich auf Instagram. Nö. 5-Sterne-Bäckerei, ich war noch nie in einer 5-Sterne-Bäckerei. Hashtag Gönnung, Alter. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal rein im Mittel zum Rewe noch was zu trinken holen und dann geht's endlich auf die Gamescom. Ich habe eine Knusperstange und einen Schokokroissant. Schmeckt geil? Ja. Was willst du so geben, von 1 bis 10? Schon eine 8. Eine 8? Eine 8, eine gute 8. Eine solide 8, keine 9. Nee. 8,1? Was? 8,1? Ja, einfach eine 8. Eine gute 8. Klatt. Ja. Sicher nicht 9,7 oder 8,1 nein. Oder so. Eine gute 8. Eben wurden wir da getrennt nach Tagesticketbesucher und Familientagesbesucher. Und dann ist eben hier das Gitter in der Mitte. Und hier ist einfach wieder das Gitter weg. Das ist ja mal wirklich so sinnlos. Nach den zweiten, sag ich mal, Orientierungsproblemen am heutigen Tage sind wir jetzt möglichst schnell auf dem Weg zu Fortnite bzw. Epic Games bzw. Fortnite, um uns möglichst diese Sprays zu holen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir da anstehen. 2 Stunden, 10 Stunden. Wieso jetzt auf jeden Fall erstmal Fortnite? Und hier sind irgendwelche komischen Shows. Es gibt einfach eine fucking Seilbahn auf der Gamescom in einer Halle. Ja, Fortnite! So Leute, der Fortnite ist einfach viel zu voll, obwohl wir erst, keine Ahnung, Alter. Wir haben erst 9:30 und Fortnite ist einfach komplett überfüllt. Ist einfach viel zu klein. So einen kleinen Bereich. Wir gucken, dass wir uns heute Nachmittag uns dann das Spray holen. Weil das ist halt einfach, ja, unnötig, sich da jetzt 3 Stunden anzustellen. Zum Beispiel muss er so verschiedene Aufgaben machen. Und es gibt ein Kack-Rodeo für was weiß ich was. Für wie viele Leute sind es hier, keine Ahnung. 3000. Jungs, wir sind gerade bei Case King. Für die Leute, die sich kennen, Case King ist so eine Hardware-Firma für PCs. Und gönnt euch einfach mal so einen Schreibtisch. Wir sitzen jetzt bei PUBG. Ist Xbox oder PC? Xbox. Oh je, das erste Mal jetzt PUBG auf der Xbox. Das kann was werden, Alter. Hoffen wir mal, wir spielen jetzt anscheinend auf einer Map, einen neuen Modus. Das heißt, ganz mal Team Deathmatch gegeneinander. Nice, Digga. So sieht das hier übrigens aus. Wir sitzen ja alle in einer Reihe. Ich bin gerade tot. Wir sind hier von der Xbox. Ey, ohne Witz, PUBG auf Xbox. Das meint ja echt nix. Ich glaube, wir müssen runter. Ja, ich glaube auch. Also Leute, kurz zusammengefasst. Wir haben eben hier PUBG gespielt. Unser Team hat leider verloren. PUBG ist einfach ein Spiel, was man auf PC spielen muss und nicht auf Xbox, ich garantiert nicht auf der Konsole. 2 Kills geholt. Liegt aber daran, ich habe in meinem Leben noch nie auf Xbox gespielt vorher. Mega Schnapp gemacht, erstmal noch ein paar PUBG-Beutel geholt. So Leute, wir haben jetzt irgendwie 10 vor 11 oder sowas und suchen jetzt Stand von Unique. Und Torres hat mal wieder 2 Autos gesehen und rennt erstmal den Autos hinterher. Und hier ist YouTube Gaming Lounge, Bruder. YouTube Gaming dürfen wir leider nicht rein. Darf ich vorstellen, das ist Nico, mein Netzwerkmanager. Guck mal, jetzt haben wir sogar Chris endlich mal getroffen, nach 2 Jahren. Ich hab Netzwerk gehabt, jetzt weißt du. Hat sie sich. Wir sind auf dem Weg zu SHIRTUBE. Oh, guck mal, was ich da schon Tolles erspäht habe. Guck mal, ich hab's sogar geschafft auf den Banner von SHIRTUBE. Du bist neben Elotrick.
auch mal ein paar Abonnenten getroffen. Jetzt schauen wir mal, wo mein eigener Merch so ist. Ah, da ist es doch. Direkt vorne ist das super. Du belastest schon, oder was? Belastest die Shirts gehen langsam aus. Schon viele weg. Der Turmboyfriend. Ja, nice. Und weil eben so viele am Start waren, machen wir heute noch kurzfristig um 16 Uhr noch eine Autogrammstunde. Ja, moin Jungs. Torben hat eben mich noch ausgelacht, dass ich mein Mikrofon aus hatte bei der Aufnahme. Und er hat es einfach selber ausgehabt, als in der Aufnahme, wo er mich ausgedacht hat. Das war's, komm, dann, Jungs. So Leute, wir sind zum zweiten Mal jetzt hier bei Fortnite und es ist einfach nicht leerer, nicht voller, es ist einfach genauso voll wie vor, keine Ahnung, wie viele Stunden auch. Die ganzen Fortnite-Streamer, die auf der Gamescom sind, stehen alle da oben in irgendeinem Kapuff. So Leute, wir haben glaube ich unseren Tiefpunkt heute erreicht. Dann haben wir noch meine Freundin und noch Kiri verloren und noch zwei Zuschauer, ey. Oh, ich hoffe, die kommen jetzt irgendwie mal bald, weil wir haben noch einiges vor heute. Unsere Ausbeute ist jetzt aber schon ganz gut, der ist randvoll, das Ding ist randvoll, bei uns läuft. So, und ein Statement zu der jetzigen Situation? Ich will einfach nur nach Hause, Alter. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu ShirtTube, denn da haben wir noch eine Autogrammstunde. So voll in dieser Messe. Jetzt geht's. Muss einmal durch. Muss durch, sorry. Da müssen wir noch ganz ans Ende. Jawohl, ich freue mich. Hallo, hier ist überhaupt nicht ShirtTube. Ich bin am falschen Ende. Und bitte sei da, ShirtTube. Ja, Gott sei Dank, da in der Ecke. Bin nur in die falsche Ecke, sonst alles richtig. So, geht doch. Wir warten ja alle schon. Leute, wir sind jetzt fertig mit der Autogrammstunde. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde 15 oder so durchgehend Autogramme gegeben an echt ziemlich viele Leute. Am besten mal nicht so, ja, krieg ich ein Autogramm. Dann schreibe ich das schon so. Also, wer bist du eigentlich? Also waren so die Besten. Hat aber mega gebockt. Und ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt am Wochenende bisher knapp 250 Autogramme losgeworden. Also läuft echt gut. Und jetzt suchen wir noch die anderen. Und guck mal, wenn ich ihn noch getroffen habe. Guck mal, kennt ihr den? Jo. Willst du dich kurz vorstellen? Was geht? Ich bin Chris Reich, GTA Roleplay Streamer und ein Kollege von Ulex. Ja, moin. So Leute, wir haben uns jetzt nochmal bei PUBG angestellt, aber diesmal auf dem PC, nicht auf Xbox. Und das Beste ist, wir können jetzt einfach drei Duos gegeneinander spielen. Hasi und ich werden zusammen spielen gegen Kiri und Max. Und dann haben wir noch zwei Leute aus. Aus Aachen. Aus Aachen, die wir jetzt zerstören werden. So Leute, sieht auch schon nice aus. So Leute, wir haben jetzt eigentlich auch schon alles gesehen, was wir machen wollten. Ich werde gerne noch zu Elgato und ich hätte gerne bei Unique noch diese 4D-Rennfahrer-Simulation gemacht. Allerdings ist jetzt schon 8 Uhr, wir wurden bei PUBG eben schon rausgeworfen. Ich konnte das Match nicht mal zu Ende spielen, war ein bisschen doof. Auf jeden Fall geht es jetzt auch schon aus der Gamescom. Und ja, dann gehen wir kurz aufs Hotelzimmer, kurz ausruhen und dann auch schon wieder in die Stadt. Und dann treffen wir uns dann wieder mit den anderen und ja, essen noch was Schönes zu Abend. Und lassen den Abend ausklingen. Ja. Willst du noch ein Statement abgeben, Hasi? Ich hab's so Hunger, Alter. Also ich muss insgesamt sagen, war schon nice auf der Gamescom. Meine Stimme war zwischendurch komplett weg. Ja. Viele Zuschauer und Abonnenten getroffen. Fand ich echt ziemlich cool, viele von euch einfach mal kennenzulernen. Und gut, Tore war natürlich ein Minuspunkt. Keine Maul, Alter. Hab ich auch lieb. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zum Hotel, mal so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mal kurz ausruhen, kurz duschen. Und dann geht es auch schon wieder in die Stadt. Und dann gehen wir so gegen 10 Uhr, halb 11 auch mal irgendwann mal was zu Abendessen, beziehungsweise Mittagessen vielmehr. Oder nee, hast du was mit eingegangen? Also ich hatte Pommes heute Nachmittag. Ja, siehst du, ja, ich hatte einen halben Hotdog.
So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall zurück im Hotel und wir haben ja einige Dinge so abgestaubt heute auf der Gamescom. Zwei Taschen vom PUBG, ein Turmbeutelrand voll mit Geschenken, ein Pulli und so weiter und so fort. Ich weiß selber nicht mal genau, was wir alles haben. Ich habe einfach immer alles reingestopft in die Taschen. Und jetzt will ich mal zusammen mit euch das Ganze auspacken und mal schauen, was es so gibt. Also hier haben wir auf jeden Fall diese ganzen T-Shirts von Omen bzw. eben von PUBG. Dann haben wir haufenweise Sticker, diese Hundemarken. So sehen die aus. Winner Winner Chicken Dinner und auf der Rückseite sind eben solche Eingravuren. Dann haben wir hier eben von HP bzw. von PUBG das T-Shirt sozusagen nochmal als so ein Pin. Dann habe ich hier diverse Visitenkarten geholt von Firmen, die ich halt brauche. Da so sieht dieses exklusive Gamescom Spray aus als Karte. Dann haben wir hier eben von EA diesen Gutschein. Was ist das hier? So eine Werbung, noch mehr Werbung. Hier diese ganzen Taschen von PUBG. Oh, da habe ich so viele. Ich glaube, davon habe ich sogar noch eine, weil Finn hat mir gestern beim Fantreffen so eine geschenkt. Ich wusste ja nicht, dass ich auch noch davon welche kriege. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, davon noch eine. Und dann haben wir eben hier noch den belastenden Hoodie. Aber wie gesagt, den habe ich mir selber gekauft. Und ich muss einfach sagen, ich fand es mega geil auf der Gamescom. Wie gesagt, gleich gehen wir noch runter, wieder was essen mit den anderen zu Abend. Dann setzen wir uns noch irgendwo in eine Bar, ganz entspannt, trinken noch was. Und dann geht's auch bald higher, higher, denn ich bin übel kaputt, übel müde. Und dann fahren wir ja morgen auch schon gegen Mittag dann nach Hause. Ich habe jetzt schon 5 Uhr Big Tasty probiert, aber dann geht alles raus. Aber dieser Big Tasty hat nicht wie ein richtiger Big Tasty geschmeckt. Da lag ja schon mindestens 20 Minuten in der Abnahme. Und immer waren sie warm und lecker. Guten Morgen. 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 So Leute, wir sind jetzt eine halbe Stunde später aus dem Hotel als eigentlich geplant und sind jetzt nochmal am Hauptbahnhof. Denn eigentlich wollen wir Tore noch Tschüss sagen, der jetzt irgendwie in 2 Minuten oder sowas abfährt. Mal schauen, vielleicht treffen wir ihn ja noch. Das wäre eigentlich ganz so fresh. Welches Gleis ist der? Keine Ahnung. Max, welches Gleis? Weiß ich nicht. Hey, es wird immer besser. Hallo, es geht in die Box von 017. Ich glaube mal, und ich würde auch darauf wetten, dass der Typ einfach verschlafen hat und einfach nicht... Ja, im Zug ist. Wieso hat er denn sein Handy aus? Ah, er ruft mich an, er ruft an. Tore? Hallo? Ja, guten Morgen. Morgen, sitzt du schon im Zug? Nee, noch nicht. Wo bist du denn? Ich bin Gleis 4E. Gleis 4E? Das ist da vorne. Ja. Alles klar. Kommt ihr jetzt gleich noch vorbei, oder was? Nee. Wir wollten ja eigentlich noch Tschüss sagen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja, Digga, wir können ja heute Abend auf Discord reden. Ich muss jetzt kurz weg, weil hier kommt gerade so ein Typ. Tschüss. Och nee. Och nee. Oh. Habt ihr was zu essen für mich mitgebracht, ganz zufällig? Wir sehen ja. uns. Ciao. Wir sehen uns nächstes Jahr spätestens. Und heute Abend auf Discord. Alter, spätestens. So Leute, Tore haben wir jetzt auf jeden Fall zum Bahnhof gebracht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal in die Stadt. Ich war jetzt schon 3 oder 4 Mal in Köln und nie haben wir uns irgendwie mal die Stadt angeguckt. Das wollen wir auf jeden Fall jetzt nochmal machen. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden Zeit oder so. Ihr seid meine Untertanen. Was? Ja, ja. Kannst du ja mal gucken, ob da was vorbei ist. Leute, wir haben gerade ein Problem und zwar fällt unser ICE aus. So, unser Zug ist ja ausgefallen, wir sind jetzt zu diesem Deutsche Bahnschalter gegangen. Der Typ, der uns da bedient hat, hat mal wieder richtig Spaß an seiner Arbeit. Auf jeden Fall wurden wir jetzt umgebucht auf einen anderen ICE. Der fährt zwar nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof, aber zum Flughafen und von dort aus kommen wir auch nach Hause. So Leute, also wir sind jetzt im ICE, der ist total überfüllt, haben keinen Sitzplatz, sitzen jetzt hier neben einer Toilette. Mit dem Weg. Und ja. Fahren jetzt ungefähr 1 Stunde, was schneller wäre als unsere normale Verbindung. Jetzt gehen wir wirklich instant hier raus. Hier sind wir hochgekommen. Jetzt gehen wir wirklich direkt hier schon raus. Und hoffentlich werden wir abgeholt. Irgendwo von irgendwem. Ah ja, da. Perfekt, wir werden abgeholt. Super. So Leute, wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich werde jetzt die ganzen Dateien erstmal auf den PC ziehen. Dann warte ich noch, dass Tore und Max mir ihre Dateien schicken. Und dann wird es alles zu einem oder mehreren Videos zusammengeschnitten. Ich glaube, das wird auf jeden Fall mehrere Stunden Arbeit. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich so alles aufgenommen habe. Was ich vielleicht auch gar nicht mehr so jetzt weiß aus dem Kopf. Allerdings habe ich an der Stelle noch einen einzigen Wunsch. Und zwar, wenn ihr ein Bild mit mir gemacht habt in Köln oder auf der Gamescom und ihr habt das auf Insta gepostet, dann markiert mich da auf jeden Fall mal drauf. Allerdings sehe ich das nicht, wenn ihr euer Konto privat habt. Das heißt, entweder ihr macht euer Konto kurz auf öffentlich, damit ich das sehe, oder ihr schickt mir das Bild dann einfach nochmal als private Nachricht. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen, wenn ich davon ein paar Bilder noch sehen würde. Das wäre auf jeden Fall eine mega coole Aktion. Ansonsten würde ich sagen, ich fange jetzt auch mal langsam an zu schneiden, damit das überhaupt nochmal was wird. An der Stelle bin ich jetzt auch raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen rund um GTA 5 und GTA 5 Online. Bis bald und Peace.